Das perfekte Einzugsritual. Ja, ich liebe es, immer umzuziehen, aber jetzt bin ich schon fast 13 Jahre bei mir in meinem Haus und fühle mich immer noch wohl. Also so schnell möchte ich nicht umziehen. Aber für meine Kunden und Klienten habe ich immer einen kleinen Tipp, wenn es um den Einzug geht. Wenn man einzieht, ist es ja immer so, dass eine neue Energie zu dir kommt. Und der erste Tag, in dem du dort schläfst, ist eigentlich immer der Tag, wo du die Verbindung, ja, vom Haus zu dir einnimmst. Und das soll auch ein ganz besonderer Tag sein. Also, ich nehme immer mit, entweder Plätzchen, Räucherwerk, Tee und natürlich einen Topf zum Kochen und natürlich auch Geschirr, damit ich etwas habe, was ich verwenden kann, wie zum Beispiel die Teekanne. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich auch Früchte einkaufen, die du dort isst. Gebäck als wichtigster Element ist immer, Mandarinen sind sehr gefragt und wir sollten natürlich auch Blumen mitbringen. Jetzt kommst du zu dir nach Hause und fängst mit deinem Ritual an. Als allererstes alle Fenster öffnen vom gesamten Haus und auch alle Wasserhähne laufen lassen. Das ist immer ganz wichtig, denn das zeigt schon mal auf, du bringst hier neuen Schwung und neues Leben in deine Räumlichkeiten. Dann nimmst du das Wasser und einen Wasserkocher oder vielleicht auch einen Wasserkessel und lässt ihn kochen, solange wie es möglich ist. Aus diesem Wasser machst du dir einen wunderbaren Tee. Und diesen Tee gießt du auf und natürlich mit Teetassen und du nimmst dein Gebäck. Ja, da gibt es was zum Essen und dann lädst du sozusagen dich selbst ein zum ersten Mal, zum ersten Essen in dein Haus. Schmückt es gerne ein bisschen aus, nimm Blumen mit. Esse zum allerersten Mal deinen Kuchen oder deine Mandarinen und trinke deinen Tee. Die Fenster machst du später wieder zu und schaust dann, dass du dein Räucherwerk, also deine Räucherstäbchen oder vielleicht auch deine Räucherschale mitnimmst und dann kannst du jeden Raum noch einmal befüllen mit deinem Duft, mit deiner Intuition, die du gerne möchtest. Sag irgendwas Liebevolles zu deinem Raum, was er vielleicht dann wieder zurückspricht. Ja, irgendwie, ich liebe dich oder du bist mein größter Freund. Ja, helfe mir, gesund zu bleiben oder ich heiße dich willkommen. Irgendwas, was genau dir entspricht. Ja, und dann kannst du zum allerersten Mal in deinem Haus schlafen. Dann wünsche ich erstmal eine gute Nacht. Alles, alles Liebe. Und ich freue mich auf einen Kommentar von dir.